weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom die Netze verstopft. Und wir haben, und das ist neu, das ist auch interessant für Start-ups und Unternehmen, zum Beispiel Rechenzentren, große Supermärkte, die dann als Energieerzeuger in den Markt reinkommen. Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad, minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen. Es mag sein, dass über die LNG-Terminals der Nachbarstaaten, über die ja Gasmengen kommen, russische Moleküle in dem Gasmix sind. Weder zu kontrollieren noch auszuschließen. Wie nah ran an Bad Tölz, an Altötting, kommen diese Windräder? Ja, dieses Bild zum Beispiel ist ja auch, von wo ist es? Eine Montage? Von wo ist das? Eine Montage ist das sicher nicht. Von wo ist das? Von wo ist das? Das würde ich gerne wissen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das ist ein Symbolbild. Ich glaube auch nicht, dass das in Bayern ist. Ja, also okay, aber, das ist ein real existierendes Bild, bitteschön. Ja.